Hi Leute und willkommen zurück zu Super Mario Sunshine aus der Mario 3D All-Stars Trilogie für Nintendo Switch. Wir sind jetzt am Vervollständigen, sind immer noch hier auf der Piazza Delfino unterwegs und es entwickelt sich langsam zu einem Albtraum, wie ich im letzten Part gemerkt habe und ihr mit Sicherheit auch. Es war auch direkt ein Part mit Überlänge. So, jetzt sind uns hier auf der Hauptinsel noch zwei Minigames offen. Man sieht es auch in der Statistik. Ich hatte, glaube ich, zwischendurch mal schon mal durch blaue Münzen hier zwei Insignien gekauft. Und es gibt insgesamt 15 Insignien auf Piazza Delfino. Und wir haben jetzt 15 und zwei sind noch offen, dann haben wir 17. Das passt dann zu zwei Insignien, die wir mit blauen Münzen gekauft haben. Was machen wir zuerst? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, wo sie sind. Ich weiß nicht so recht, was uns erwartet. Wir rammen jetzt einmal in die Polizeistation. Und ich ahne jetzt schon wieder Übles. Jo, danach müssen wir nochmal zum Airstrip rüber, also zum Flughafen und nochmal blaue Münzen sammeln. Naja, schauen wir mal, was das so gibt. Und ich wette, es ist hier irgendeine Turbostrecke. Jetzt muss ich die ganze Zeit Turbogas geben. Ich weiß nur nicht so ganz genau, was das Ziel ist. Wow. Okay. Die Frage ist, muss ich rote Münzen noch dabei sammeln oder muss ich einfach nur ankommen? Ich will jetzt das Maul nicht zu weit aufreißen, aber ich glaube, einfach nur ankommen sollte hoffentlich machbar sein. Aber ich traue Nintendo hier auch alles zu. Von daher schauen wir mal, was das so gibt. Bisher musste ich eigentlich immer nur relativ knapp abspringen und der Rest ging dann. Ich hoffe mal, das bleibt so. Zumal ich hier auch gerade nichts sehe. Ich wollte gerade sagen, Piece of Cake und dann springt er über die Insignie rüber. Es kann alles nicht wahr sein. Okay, die Insignie treffen ist dann die größte Herausforderung hier an der Nummer. Oder wie habe ich das zu verstehen? Oh je. Ui, das war knapp gewesen. Das heißt, ich muss wahrscheinlich an der Stelle ein bisschen früher abspringen, um diese Insignie zu erwischen. Oh mein Gott, ey. Gut, dass man hier nochmal Wasser bekommt. Yay! Boah, was für eine Entspannungsinsignie, Leute. Das war echt mal wieder Zeit, ey, dass mal wieder irgendwas einigermaßen einfach funktioniert. Oh Mann, ey. Gut, jetzt brauchen wir nochmal die Raketendüse. Wir müssen uns jetzt mal da hinten an die Felswand begeben. Wow, ich glaube, ich habe eine Insignie in knapp 2 Minuten geschafft. Dieses Gefühl hatte ich echt schon lange nicht mehr. Oh. Verkackt. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir irgendwie, glaube ich, auf diesen Palmen da landen. Oder kommen wir auch direkt komplett drauf? Ich weiß es nicht. Müssen wir jetzt mal gucken zusammen. Naja, hier wären wir auf jeden Fall auf einer Palme gewesen. Probieren wir es mal mit der hier aus. Genau, in diese Röhre da wollen wir rein. Von daher machen wir nochmal so einen Sprung und probieren jetzt da mal drin zu landen. Ah, wir hatten fast direkt einen Volltreffer gelandet. So, dann schauen wir mal, was uns hier erwartet. Irgendwie eine Menge Grün und ein paar roter Münzen. Ach du Scheiß. Hat hohes Gras, oder wie? Was ist das hier für eine schwarze Umrandung? Ich gehe mir mal diese rote Münze hier holen. Achso, die ist immer noch über mir. So, Nummer 1. Man sieht hier irgendwie schwarze Sachen. Also hier geht es nur darum, rote Münzen zu finden, oder was? Ach, guck mal, hier steht so ein Inselbewohner drin. Komm, erzähl mir mal was. Seit 38 Jahren suche ich den roten Vogel des Glücks. Ja, es ist ein langer, steiniger Weg. In letzter Zeit habe ich das Gefühl, dass ich ewig suche. Sollen wir mal dem Typen da helfen? Weil da bin ich mir ja fast schon wieder sicher, dass
du schon mal eine rote Münze hergibst, oder? Wieder? Ich weiß gar nicht so recht, ob ich hier unbegrenzt Wasser habe. Ob ich irgendwo nochmal was auftanken kann. Cool, du hast mich gerettet. Vielen Dank. Damit wäre unser Wasservorrat auch schon mal zur Hälfte verbraucht. So, was ist hier mit Gegnern? Gegner geben auch rote Münzen. Okay. Ich frage mich echt, was das hier für schwarze Quadrate sind. Was macht man mit diesem Zeitgenossen? Nee, auch nicht weit von oben kommen. Wir schauen erstmal weiter. Den ignorieren wir erstmal. So, hier war noch irgendwie ein Feuer gewesen oder so, habe ich vorhin gesehen. Previous? Ja, nein, vielleicht. Achso, den muss ich bestimmt auch mit Wasser abschießen. Boah, die Frage ist echt, kann ich irgendwo mal Wasser nachfüllen? Ich verspreche, dass ich nie mehr etwas verstecken werde. Ganz ehrlich. Ja. Ich frage mich echt, was das für schwarze Einkerbungen sind. Und wo die restlichen roten Münzen sind. Aber wenn ich hier kein Wasser nachgefüllt bekomme, mein Wasser ist nämlich relativ leer, dann ist jetzt eh zappenduster. Ja, den Vogel da könnte ich noch ansprühen. Dann hätte ich 4 von 8. Ich weiß ehrlich gesagt nicht ganz genau, was ich von denen hier halten soll. Die könnte ich vielleicht mal vom Weiten ansprühen, wenn sie noch in Ordnung sind. Aber ich bräuchte jetzt erstmal Wasser. Aber ich glaube, ich kriege hier kein Wasser. Also unten drunter auch nicht. Ich gucke jetzt erstmal, was ich gegen diese komischen singenden Pflanzen da tun kann. Ob ich überhaupt was gegen die tun kann. Also. Die sind ja nicht das Problem. So, so betäubt man sie und dann kriegt man auch eine rote Münze. Das erklärt schon mal so einiges. Den brennenden Vogel, den verwahre ich mir mal für zum Schluss. Weil der verbraucht ziemlich viel Wasser, das ist ein bisschen ätzend. Alles andere geht. So, 3. Da ist Nummer 4. Plus der brennende Vogel, plus der Vogel oben auf diesem Gebäude drauf oder was auch immer das ist. Wären 6. Die Flamme, die macht mir auch noch Sorgen. So, dieses Vögelchen, kommt es wieder? Oder es fliegt jetzt einfach sonst woher. So, ein Treffer. Bin mir sicher, es dreht noch eine Runde hier lang. Irgendwann. Zwei.
zwei Treffer. Boah, hat mir echt nur eine Ladung voll, ey. Es kann nicht wahr sein. Komm du mir nochmal hier vorbei. Mann, man muss hier so sparsam sein, das macht mir Angst. Aber trotzdem, mir fehlen immer noch zwei. Okay, ein Typ da unten brennt. Oh, Vögelchen, ernsthaft. So, dreimal das Vögelchen treffen, ist auch schon mal wieder eine Münze. Wo finden wir denn hier sonst noch was? Noch irgendwelche Gegner im Gras oder so? Hm, hier hinten ist noch... 6, da fehlt noch einer und der brennende Typ. Und das andere könnte auch dieses Feuer da sein. Aber diese schwarzen Dinger hier verstehe ich noch nicht so ganz. Ach, hier ist auch noch was, okay. Oha. Nein! Okay, ich habe alle roten Münzen. Ach ja. Immerhin das. Na gut. Dann können wir jetzt ans Einsammeln gehen. Ich glaube, ich mache die mal da hinten, wo man runterfallen konnte, zuerst. Die ist mir nämlich suspekt. Nicht, dass ich da nochmal runterratter, wenn ich 7 Stück habe. So. Dann hätten wir das. Ich würde sagen. Dann holen wir uns mal das Vögelchen. Wenn wir uns vielleicht geschickt anstellen, können wir das Vögelchen einmal von hier aus erwischen. Während es noch still sitzt. Vielleicht setzt es sich auch immer wieder dahin. Wenn wir weit genug weg sind, nämlich. Zumindest die Vögelchen auf Delphia, die Piazza Delfino, die machen das, sich wieder da hinsetzen, wenn man nicht zu nah an ihrem Sitzplatz dran ist. Aber ich glaube, dieses Vögelchen fliegt einfach, oder? Aber prinzipiell, ey, das Ding hier ist auch mal eine entspannte Sache, im Gegensatz zu diesem Wasserdingens da. Ach, guck mal, es setzt sich wieder hin. In diesem komischen Brettspiel-Dingens. Ich glaube, wir haben es einmal erwischt, aber ganz sicher bin ich mir nicht. Ich meine, es fliegt los. Wahrscheinlich haben wir es erwischt. Ja, aber mein Wasserding ist noch ganz voll. Da muss ich noch einmal diesen Typen löschen und zwei Blümchen anspritzen. Das sollte doch irgendwie dicke reichen, oder? Und da ist es wieder. Ey, resettet es jedes Mal, wenn es sich hinsetzt? Nee, sollte eigentlich nicht. Vielleicht habe ich ihn beim zweiten Mal doch nicht richtig erwischt, sondern nur ein bisschen verschreckt. Soll ja auch schon mal passieren. Ey, wenn ich es jetzt nicht erwischt habe, dann weil... Ey, es darf sich nicht wieder hinsetzen, oder wie? Ja, dann gehe ich jetzt wieder hier drauf. Ey. Unverschämtheit. Es trifft dann wahrscheinlich auf die blauen Vögelchen auch zu. Mir ist es bisher nur noch nicht aufgefallen. Oder auf die anderen Vögelchen. Ich dachte, ich könnte die, als ich mir das angeguckt habe, habe ich mir gedacht, ich könnte die schön aus der Ferne erwischen. Aber anscheinend dürfen sie sich nicht hinsetzen. Okay. Das wäre dann auch zu einfach gewesen. Komm, mein Vögelchen. Nein! Jetzt scheitert es doch wahrscheinlich nachher noch an meinem Wasservorrat, weil ich diesen verdammten Vogel hier nicht treffe. Jo, da haben wir ihn mal wieder. Ich meine, für die singenden Blümchen, da brauche ich Gott sei Dank nicht allzu viel Wasser. Na, Gott sei Dank. So, einmal du.
Einmal du. Komm. Geh aus. Du kannst auch einfach mal aufhören zu rennen, ne? Dann wäre das ein bisschen einfacher. Okay, genug Wasser übrig, ja. Dann sollte es jetzt eigentlich hinhauen. Na Gott sei Dank. Hoppla. Und dieses Fake-Feuer da, warum immer sie das da hingesetzt haben, ich weiß es nicht. So, dann bin ich mal gespannt, wo die Insignie spawnt. Wahrscheinlich auch irgendwo was, wo ich noch einen ordentlichen Raketenschuss für brauche. Na, das geht ja sogar. Na gut, die letzten, da bin ich auch echt durch Zufall, ne? In die ersten Spiele, in die ich reingerannt bin, echt in die Hammerharten reingerannt. Anstatt hier erstmal die Entspannten mitzunehmen. So, dann haben wir jetzt zumindest hier vom regulären Platzer alle Insignien. Dann müssen wir jetzt noch ein paar blaue Münzen besorgen. Fangen wir mal mit der da hinten an. Ich weiß nicht, ob ich es am Anfang des Spiels nicht ganz gecheckt habe oder ob ich es einfach nicht verfolgt habe, weil mir klar war, dass ich nicht direkt alle blauen Münzen holen möchte. Dieses Ding hier mal, upsa, auch mal von der Seite zu holen, das X. Sollte aber kein Problem sein. Danke. Guti. Genau, dann machen wir mal mit den Vögelchen weiter. Da gilt dann wahrscheinlich das Gleiche, dass sie sich nicht wieder hinsetzen dürfen. Da muss ich mal gucken, von wo ich sie gut erwischen kann. Der erste Vogel sitzt hier. Ich weiß gar nicht, ob das schon zählt, wenn ich ihn jetzt einmal beim Losfliegen erwische. Aber die Frage ist, wo treibt er sich jetzt immer so rum? Da kommt er zum Beispiel. Oh ja. Einmal. Scheiße, er fliegt direkt über mich drüber und ich erwische ihn nicht. Ja, jeden anderen Vogel erwische ich, nur nicht diesen verdammten blauen. So, da haben wir ihn nochmal erwischt und nochmal. Oh Mann, ey. Gut. Das war Vogel Nummer 1. Dann wieder rauf auf die Dächer und Vogel Nummer 2 suchen, beziehungsweise ich weiß, wo er ist. Und jeder aufmerksame Zuschauer sollte es auch schon wissen. Oh, Mario. Auch die eingesammelten Insignien, ne, machen immer noch dieses Geräusch. Das macht einen auch wahnsinnig auf die Dauer. Gut, Vögelchen, dann flieg mal. So, direkt einmal erwischt. Ah, schade, kein zweites Mal. Ah, nochmal erwischt. Er fliegt hier einfach nur im Kreis, oder wie? Ah, jetzt fliegt er doch ganz schön weit weg im Kreis. Oh nein, er fliegt so rum. Das ging auch relativ schnell. So, was haben wir noch offen? Ach ja, in den Tunnel unten. Richtig. Ah, ich hoffe, ich finde da jetzt so spontan hin. Also hinten bei der Kanone waren wir schon einmal im Tunnel gewesen und haben dann eine blaue Münze gefunden. Und es sind noch zwei weitere blaue Münzen in der Kanalisation. Eines war hier relativ mittig. Ah,
das hier? Jawohl, hier war Nummer 1. Und die zweite, da musste man irgendwie rechts weiter rauf. Wo geht's denn hier wieder nach rechts? Ne, hier nirgendwo. Hier ist es auch viel deutlicher zu erkennen als unter Wasser, wo die Gänge entlang führen. Aber irgendwie müsste ich jetzt langsam mal wieder nach oben. War das so weit rechts rüber? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja doch, es führt jetzt auch wieder ziemlich weit links rüber. Oh, noch mehr Münzen? Ah ja, genau, so. Das hätten wir auch. Und jetzt müssen wir noch ein bisschen mit Yoshi rumsprayen. Wo kommen wir denn hier mal gut wieder raus? Kommen wir hier nicht durch nach links? Ey, Frechheit. Münzen habe ich eigentlich auch schon genug. Ich brauche auch noch Münzen für die Bootsüberfahrt. Zum Airfield. Da gibt es nämlich auch noch eine Insignie und eine blaue Münze, glaube ich. So, was wollte ich jetzt? Yoshi, genau. Ich muss erstmal gucken, was Yoshi für eine Frucht will. Und irgendwo waren hier noch zwei Punkte, die man mit Yoshi absprayen konnte. Eine Ananas. Ananas ist gut. Ananas liegt direkt hier. So, jetzt ist die Frage, wo waren die Dinger zum Sprayen? Da oben war eins. Boah, Yoshi, mach keinen Scheiß, ich brauch dich. Komm, warum springst du nicht an dieser Ecke vorbei? Ah nein, ich wollte gar nicht sprayen. Naja, egal. jetzt müssen wir nur noch wieder irgendwie hier drauf kommen. Haben wir hier noch was? Oh, aber doch, das müsste doch eigentlich gehen. Ja, nicht drunter, Yoshi, drüber. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Wo war das jetzt? So. Das lassen wir jetzt einfach mal offen. Wo war denn das zweite Teil? Irgendwo war noch so ein Ding. War es hier an diesem Turm? Wo war das? Ich weiß es nicht mehr. Ich bin mir sicher, dass es zwei Sachen zum Yoshi-Abspritzen gab. Was sagt denn meine Hilfe? Das Gebäude mit dem Wetterhahn, das haben wir. Ach so, hinter dem Polizisten hier unten. Genau, da bin ich ja doch schon auf dem richtigen Weg. Richtig, ja genau. Hier bin ich ja letztens schon dran vorbeigelaufen und habe gesehen, dass hier eine Münze hinter ist. So, Yoshi, jetzt brauche ich dich nicht mehr. Wie komme ich nochmal runter von dir? So. So, und jetzt müssen wir nochmal darüber. Es sollte ja noch offen sein, hoffe ich. Das wird sich ja nicht einfach so wieder verschließen, oder? Sieht von hier aus zumindest nicht so aus. So. Aber ich merke auch, ey, trotz dass ich es jetzt nicht mehr so blind weiterspiele wie bisher, es ist mehr als genug zu tun. Und vor allen Dingen ist es auch so immer noch schwierig und unübersichtlich genug, hier alles zu bekommen.
So, jetzt müsste ich hier alle blauen Münzen haben. Ne, alle bis auf eine. Genau, 19. Weil eine ist noch auf dem Flugfeld. Und das machen wir jetzt auch noch. Inklusive der 100 Münzen, der blauen Münze und der Insignie. Ich möchte jetzt Piazza Delfino abschließen in diesem Part. Damit wir uns endlich mal wieder in normale Level begeben können. Und ich meine, dafür müssten wir dieses Boot hier nehmen. Ich denke, dass Städte eben gefährlich sind. Ich ziehe das Leben auf dem Land vor. Nee, wer ist denn hier der Bootsführer? Bist du das? Soll ich dich für 10 Münzen zur Pista Delfino bringen? Sehr gerne. Es ist Zeit hinauszufahren. Erwarte nicht, dass der Kapitän Seemannslieder trällert. So, und jetzt sind wir zum ersten Mal seit dem Anfang des Spiels hier wieder auf diesem Flugfeld zurück. So, was willst du? Ah, nee, er bringt uns wahrscheinlich wieder zurück. Oh, wir nehmen schon mal die andere Düse. So. Sammle 8 Münzen. 8 rote Münzen natürlich. Upsa, eine verpasst. 2 verpasst. Wie leicht lässt es sich hier umkehren? Oh, relativ leicht. Boah, wie... So. Und wieder zurück. Wie viel Zeit hat man hier? Ich fürchte, auch das wird nicht bei einem Versuch bleiben. Aber schauen wir mal. Eigentlich müsste man doch nur... Oh, jetzt hat es geklappt. Relativ genau auf dieser Linie hier bleiben wahrscheinlich. Aber es ist auch nicht immer so einfach. So, 4... Sechs. Und eine Minute noch. Och, das könnte doch beim ersten Mal was geben. Und hier hängen auch schön viele Münzen rum. Oh, ja, 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 ja. Ich könnte nur mal mehr von diesen Münzen mitnehmen. So, die hätten wir schon mal. Die Frage ist, wird mein Münzcounter wieder zurückgesetzt, wenn ich die jetzt einsammle? Das wäre doof, weil ich habe schon 76. Schauen wir mal. Sonst müssen wir also eine Runde nochmal drehen. Also hier 100 Münzen zu kriegen, sollte nicht so schwierig sein. So, wo starte ich jetzt wieder? Ich hab's geahnt. Aber wir haben... Ach, wir haben immer noch 82 Münzen. Und dann könnten wir die 100 jetzt auch glatt hier erledigen. Die Frage ist zum Beispiel, haben sich die Münzen hier in der Kanalisation resettet? Oder nicht? Es macht so ein bisschen so den Eindruck. Irgendwo hier war noch so ein Raum mit Münzen. Ich weiß nur nicht, da es zum ersten Mal ist, dass ich 100 Münzen einsammle. Wo die hier so spawnen. Ich hoffe nicht genau an der Stelle, wo ich dann stehe. Das tun sie nämlich bei Mario 64. Und dann würde es heißen, dass diese Insignie in der Kanalisation hier drin ist. Und das wäre übel, glaube ich. So ist übrigens auch mein Plan mit den blauen Münzen. Also jetzt waren es ja die roten Münzen, wodurch ich quasi die gelben Münzen gesammelt habe. Aber mein Plan wäre, die blauen Münzen zum Beispiel dadurch zu sammeln, dass ich erstmal die 100 gelben sammle und dabei so viele wie mögliche blaue mitnehme. Und dann mal gucken, was danach noch übrig ist. So, hier müsste doch auch noch irgendwo so ein großer Raum gewesen sein, wenn ich mich richtig erinnere. Wo auch ein paar Münzen drin gewesen sind. Jawohl! Boah, ich dachte schon, das spawnt jetzt auf dieser Yoshi-Plattform. Ah ne, mit der Rakete komme ich ja relativ leichter dran. Oh, Gott sei Dank. Wo genau bin ich jetzt? Wo geht's hier raus? Hier, okay. Ich hole mir einfach die Raketendüse und dann kommt man da ja einfach dran. Kurzer Schreckmoment, ich dachte schon, ich müsste mit dem Yoshi wieder über diese Bootsdinger da fahren. Yeah.
Boah, das haben sie aber auch geil dann eingefädelt, ne? Man kann ja theoretisch auch diese Insel einfach so erreichen, nur mit einem Yoshi, ey, wo man nicht das Wasser berühren darf. Musste man tatsächlich diese Bootstour hier nehmen. Man könnte ja immer noch brechen, wenn ich daran zurückdenke. Yay, 100 Münzen. Die ersten in diesem Spiel. Ich hoffe, er knöpft sie mir jetzt nicht ab, weil wir müssen nochmal auf das Airfield zurück. Nein, wir haben immer noch 106. Sehr schön. Dann letzte Aktion für heute. Die letzte blaue Münze holen. Und dann, wenn ich nicht, wenn ich mich nicht täusche, weil wir mit den Insignien, die wir hier schon gekauft haben für blaue Münzen, 2 Stück, müssten wir hier eigentlich fertig sein. Ich bin gerade etwas irritiert, dass da hinten noch 2 Ems sind. Und ich bin ebenfalls irritiert. Ach, weil ich jetzt nochmal eine gelbe eingesammelt habe. Das ist die, man sieht es schon, das ist die gleiche, ach ja, weil ich 10 bezahlt habe, da war ich wieder bei 96, glaube ich. Jetzt habe ich wieder 4 eingesammelt, bin wieder bei 100 und deswegen ist die wieder gespawnt, die Insignie für 100 Münzen hier an der Piazza Delfino. Aber sie ist ausgegraut, weil ich sie natürlich schon habe. Und die blauen Münzen hier? Ne, jetzt kommen nur noch gelbe raus, okay. Ich dachte, die Mario-Schmierereien, die sind weg, wenn ich sie einmal eingesammelt habe. Aber vielleicht ist es hier nicht so. Ach, und hier müsste dann, können wir was sehen, die letzte blaue Münze drin sein. Yo! Das ist doch ein schöner Abschluss für diese Folge. Pista Delfino und Piazza Delfino vollständig. Man sieht es eventuell auch an dieser Doppelumkreisung. Kann das sein, dass man da jetzt alles hat? Blaue Münzen und Insignien. Und hier gibt es nachher nochmal ein paar mehr Insignien, wenn wir alle blaue Münzen haben. Das heißt, wir können beim nächsten Mal wieder in die normalen Level starten. Ich sage an dieser Stelle erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal.